ist vorbei, auch neben mir sitzt Sebastian Helmer. Ja, danke Tom, ich freue mich auch drauf, Sie hier begleiten zu dürfen durch diese Partie, durch dieses hoffentlich spannende Spiel. Und das sind zwei richtig gute Fußballmannschaften, Tom. Ich freue mich drauf, dass ich hier bin. Weltklasse, unglaublich, toll! Ja, das war ja ein Zuckerpass, der hat dieses Tor erst möglich gemacht. Kompliment. Also einige hatten sich noch gar nicht hingesetzt und schon fällt hier der Treffer. Ja, und nach nur 3 Minuten gehen sie in Führung. Ja, ein schöner Pass. Der Ball läuft wie am Schnürchen durch die Reihen des FC Bayern München. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Gerade einen solchen Freistoß darf man seinem Ching natürlich nicht schenken. Der kann es ja aber als Freistoße angehen. Tom, der hätte auch können. Und wenn jetzt die Flanke gelegen, dann ist die Gelegenheit da. Schiedsrichter zeigt zur Eckfahrt, also Eckball gegen die Bayern. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die eine gute Flanke schlägt. Der Schiedsrichter unterbricht das, entscheidet auf Freistoß. Das war keine gute Zweite, das war ein Foul und so wie es aussieht, kann er weiterspielen. Da sagt der Abwehrspieler. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel nicht. Ganz eindeutig. Foul auf Foul folgt Freistoß. Da ist er überhart eingestiegen und hat sich dabei auch noch selbst verletzt. Der Abwehrspieler zuletzt dran. Logische Konsequenz, es gibt Eckball gegen die Bayern. Da hat nicht viel gefehlt. Wunderbarer Pass. Also den hat er jetzt aber aussteigen lassen, mein lieber Mann. Und es war gut geklärt. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Oh, da hat
Haare sich bei seiner Grätsche selbst verletzt und es sieht nicht so aus, als könnte er weiterspielen. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht und er wurde dafür den Ball zurückerobert. Kann er den Keeper fordern? Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, schön, da lassen sie den Ball laufen. Ja, klasse, wie er da zum Tor zieht, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Achtung, jetzt volle Konzentration. Sauber geklärt vom Torwart. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab. Spielstand 1:0. Also diese Partie wäre nicht so eng, wenn das Team seine Überlegenheit im Mittelfeld besser ausgenutzt hätte. Jetzt muss er die Möglichkeit nur noch nutzen. Kein Problem für den Torwart hier. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Und jetzt drängt sie nach vorne. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Kein Verteidiger weit und breit. Weit und breit. Den gibt er jetzt erstmal nicht mehr her. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Es gibt einen Wurf. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Ja, also den hätte ich jetzt auch rausgenommen, so gut hat er nicht gespielt. Und dieser Mann hat die Chance, jetzt nochmal etwas zu bewegen. Scheiße. Alle
Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Den muss er jetzt machen. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Stellen wir uns das vor. Und das ist ja das, was die Zuschauer sehen wollen. Kombinationsfußball. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. War durchaus beträchtlich die Entfernung bis zum Tor, aber er hat es mal investiert. Damit sind sie wieder im Ballbesitz. Das ist jetzt die Chance. Und das ist keine gute Defensivarbeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Die Chance muss er nutzen. Ja, das war souverän gemacht vom Torwart. Und er spielt den Ball gleich nach vorne. Nee. Den Ball hätte er anders treffen müssen. Sah zwar auf der einen Seite nicht so gut aus, aber fehlte dann unter dem Strich doch eine ganze Menge. Also gemessen an den Spielanteilen ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen glücklich, aber bitteschön, 2:0 der Endstand beim Schlusspfiff. Nach dem frühen Führungstreffer konnte die Mannschaft hier befreit aufspielen und den Sieg sicher nach Hause schaukeln.